herzlich willkommen im Irrenhaus. Das ist so ein Lied bei TikTok. Aber ihr seid jetzt hier herzlich willkommen bei mir. Wie ihr es tituliert, ist eure Sache, aber ich bin nicht so, wie ihr denkt. Und das habt ihr sicherlich also auch schon bemerkt. Also, ich bin auf der guten Seite und diese Videoclips sind halt Clips, um auf den Weg zu kommen, irgendwann mal wieder richtige Filme, richtige Fotosession machen zu können. Ich arbeite weiterhin daran, aber fürs Jahr 2022. Ich möchte im Jahr 2022 das Studio wieder eröffnen, dass man da wieder das Fotosession, Filmsession machen kann. Ich habe ja wirklich gute Leute, die momentan halt auch in Pressur. Hi, ja. Wasser? Kleber? Natürlich habe ich Kleber. Auch hilfsbereit werde ich sein, so wie jetzt gerade auch, älterer Herr. Funktionierte die Klebe nicht, also holt er sich die Klebe und klebt etwas zu. So, das hier ist ein Medienhaus. Wir sind das Medienhaus Nordrhein-Westfalen, der Sondersender Nordrhein-Westfalen und Ultra D-Web TV. Wir haben ein Angebot. Dieses Angebot haben wir unterbreitet unter Ultra D-Web TV. Kann man sich alles durchlesen. Nicht nur Film, Foto, Kopien, sondern auch Internet und so weiter. Also roundabout the world of. So, the world of ist momentan gestört, weil die sogenannte Datenautobahn Sachen zeigt, die jetzt mehr politisch wie künstlerisch. Und darum mache ich das Video. Ich bin sehr traurig darüber, dass wir mehr politisch statt künstlerisch. Und es sollte an sich so sein, dass die Künstler eine Plattform gehabt hätten, wo sie sich verbreiten hätten können. Ist aber nicht. Ihr seht ja plötzlich, Nena kann nicht und will nicht. Also 2022 wird so wie jetzt 2021. Es ist traurig, sowas zu vernehmen. Ich hatte gestern noch jemanden da, der, wie gesagt, den Tourbus abgeben musste und die Leute kündigen musste. Und somit ist dort also auch nichts zu erwarten. Vieles ist nicht mehr, auch das Internet ist nicht mehr so. Instagram läuft also auch nicht. Es wird zwar immer irgendwie gesagt, dass sie ja was machen würden wollen, aber man erlebt da nichts. Viele haben also wirklich etwas verloren und sind sehr ruhig geworden. Ich hoffe, sie sammeln sich. Ich hoffe, sie kommen wieder und ich hoffe, sie bringen es auch auf den Punkt. Und ich hoffe, ihnen geht es auch seelisch, körperlich gut. Wie gesagt, ich habe sie alle hier. Ich habe die Querdenkenden, die Normalen und dann auch die Politischen und die Künstler aus allen Sparten und aus allen Ländern. Und ich kann nur helfen, wie ich helfen kann. Ich bin also nur ein Mensch, der sehr hilfsbereit ist und sehr offen ist und sich auch die Unverschämtheiten gewisser Leute nicht, absolut nicht zu Herzen nimmt, sondern nutzt, um daraus vielleicht irgendwas Schönes zu machen. Wie gesagt, ich kann es mir nicht leisten, ich würde es gern tun, einen super tollen Film drehen über Corona, aber so, dass wirklich diese Stars und so, dass jeder etwas mitnehmen könnte aus diesem Thema. Ne? So ein Querdenkerspielfilm mit Actionkonzept oder so, mit Verfolgungsjagden und was weiß ich. Nur die wirklich raue Realität ist ja wirklich so mittlerweile, dass man nicht mehr, oder wenn man wollte, zum Lachen in den Keller geht, damit keiner das Lachen oder das Weinen mitbekommt. Also die Seele ist wirklich tatsächlich momentan in Pressur. Sie wird wirklich tatsächlich gestresst. Viele sind gestresst, werden gestresst oder stressen die Umwelt. Ist so. Warum ich dieses Video jetzt gemacht habe, ist, wir haben gewählt oder ihr wählt immer noch. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Video jetzt am Wochenende gesehen oder am Montag gesehen, nach der Wahl. Wie gesagt, das Video ist jetzt vor der Wahl, mitten in der Wahl. Und ihr seid halt, wenn ihr es gesehen, nach der Wahl. Und die Wahl war dann halt am 26.09.2021. Jeder für euch hat gewählt und jeder
jeder von euch muss ja halt jetzt mit der Konsequenz leben, wissen, was er da gewählt hat. Und ich hoffe, dass ab dem 27.09.2021 die Stimmung etwas besser wird. Ich hoffe inständig, dass ab Oktober 2021 die Welt wieder in ein gewisses Lot kommt, gut, schlecht, schlecht, gut, und dass wir alle wieder friedlich miteinander und dass kein Unfrieden entstanden ist. So, das ist mein Statement über die Wahlen 2021 und das ist mein Statement dessen hier, was wir hier so machen, Film, Foto. Das ist mein Statement über das Leben selbst. Es ist ein Kommen, ein Gehen, es ist ein Geben, ein Nehmen und das ist auf eine Art vollkommen in Ordnung. Es ist natürlich traurig, dass es da welche gibt, die nur am Nehmen sind. Und es sehr, sehr traurig ist, dass da einige sind, die nur quälen. Ja, sie quälen die Menschen, gewollt, ungewollt, aber die sind halt da. Und diese quälenden Menschen machen einen traurig. Sie quälen. Sie sind der Meinung, sie dürften das, sie sind der Meinung, sie könnten das, sie sind der Meinung, sie können ihre Emotionen einem anderen auferlegen. Ja, sie sind so emotional, so unfriedlich mit sich selbst, dass sie eine andere Person regelrecht textieren, provozieren oder wirklich tatsächlich in den Wahnsinn treiben. Wie gesagt, die Welt ist bunt und wir sind bunt, wir benehmen uns. Mir fällt halt nur auf, dass uns alles genommen wird. So, wir haben eine Sparsequenz, YouTube, Facebook, Instagram und TikTok, Snapchat. Ja. Also wir haben eine elektronische Welt und diese elektronische Welt wird uns zur Verfügung gestellt und wir können damit handeln. Wir können damit umgehen, gut oder schlecht. Wir können etwas auf den Weg bringen, wir können eine Gemeinschaft, wir können. Aber können richtig nicht, weil das Geld fehlt. Man kann ja nicht mal eben, was weiß ich, nach Alaska, weil da gerade irgendeine TikTok-Fete abgeht oder so. Ja, man kann ja noch niemals hier um die Ecke irgendwo, weil hier gar keine TikTok-Fete abgeht. Ja, so. Bettler, Hausierer, Schwere, was weiß ich nicht alles. Ich meine, ich finde es hochgradig interessant, dass immer, wenn irgendwo eine Krise entsteht, auch ein Name entsteht. Querdenker, Freiheitsbohlen in einer Welt von Corona. Ja. Und die Politiker sind ja Gegner, sind ja keine Freunde. Wir können diese Politiker nicht ansprechen, wir können diese Politiker wählen, selbst wählen wir sie nicht. Wir wählen ja nur die Leute, die auf dem Wahlzettel stehen, die holen die Stimmen, sind aber nicht zugegen. Man kann sich auch mit denen nicht unterhalten. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So, und was sind wir eigentlich? Was sind wir Menschen eigentlich? Was treibt uns an? Ich habe gerade noch am Telefon gesprochen. Ja, sage ich, stimmt. Die Stadt brauchst du nicht mehr besuchen. Also die Stadt Essen ist keine Einkaufsstadt mehr und die Stadt Essen kannst du vergessen. Also ob dieser Weihnachtsmarkt, der da jetzt erfunden wird, ob er jetzt einmal im Jahr ein Highlight wird, weiß ich nicht. Also wenn die ganze Stadt Essen ein Weihnachtsmarkt wird und ihr da einkaufen könnt wie die Weltmeister und euch vielleicht auch sogar wohlfühlt, aber Essensbuden und Fressbuden und Aufenthaltsbuden sollen nicht nur einkaufen. Ob das der Sinn von Weihnachten ist, weiß ich nicht. Ja, Geselligkeit kenne ich mittlerweile auch nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was Geselligkeit ist. Ich kenne nur Geschäftskunden. Was macht man? Man hat ein Sitting, man sitzt, man spricht. Was können wir machen, was können wir anbieten? Das ist meine Welt. Ja, was kann man, heute Abend sitze ich da auch wieder und denke drüber nach, muss also auch Texturen wieder auf den Weg bringen für den Vater Staat, weil Vater Staat immer einen pressiert. Wer eine Firma hat, weiß das. Ich komme mir wirklich vor, oder wir Selbstständigen kommen uns wirklich vor wie in so einem Käfig, wir sind die Raubtiere. Wir werden dann mal gefüttert, mal nicht gefüttert, mal angestachelt, mal nicht angestachelt. Also ist schon eine merkwürdige Geschichte, die da so abläuft. Wir versuchen alle am Leben zu bleiben und wir versuchen nicht nur mit dem Leben umzugehen, wir versuchen ja auch im Leben den Spaßfaktor. So, heute Morgen habe ich durch Zufall, wie gesagt, TikTok gesehen, wie ein Haus transportiert. Da wurde natürlich sofort über den Wert des Hauses
textiert, ja, wie wertvoll, wie teuer und was weiß ich. Aber keiner hat sich dafür interessiert, wie diese Fahrer dieses Haus über die Autobahn longiert haben, damit dieses Haus nirgendwo aneckt, dass dieses Haus keinen Schaden nimmt. Ja, das war ein Fertighaus auf einem Sattelschlepper. Ja, das hat natürlich Überbreite und schwebt natürlich einen halben Meter in diesem Sattel und wird natürlich begleitet durch Fahrzeuge. Ist sehenswert. So, in Amerika wurde ein riesen Trichter, also ein verdammt großer Trichter da gefahren. Dann hatte ich da einen, der Elvis-Fan ist und der hat also Elvis, und weil ich Elvis auch mag, hatte man sofort eine Symbiose, ist klar. Ich finde es hochgradig interessant, wenn man um 5, 6 Uhr morgens da Englisch reden muss. Also man ist gerade wach geworden, dann muss man halt umdenken. Ich meine, wir sind alle gut gebildet, dann klappt das schon. Aber Lust oder Laune oder Sinn des Ganzen hat man ja auch nicht immer, weil man seine Zeit verliert, weil ab einer gewissen Zeit muss man ja auch hier sein. So, man muss hier sein und da sein und für euch arbeiten. Jeden Einzelnen von euch hat irgendwo irgendwie einen Wunsch. So, mir ist halt aufgefallen, dass ich in der Vergangenheit vielen Merkwürdigen einen Platz eingeräumt habe und sie haben diese Merkwürdigkeit natürlich auch direkt genutzt. Aber wie das so ist, Facebook deckt das auf und ich konnte das gerade sehen, deswegen komme ich jetzt darauf, dass also in der Vergangenheit Merkwürdige aus allen Richtungen, überwiegend Jugendliche, in ihren Überschwang, aus welchem Grund auch immer, meine Videos, meine Bilder genutzt für sich und daraus irgendwelche Merkwürdigkeiten auf den Weg gebracht, was andere dann wieder nicht verstanden haben oder der Meinung waren, es wäre wirklich von mir. Nee, kam nicht von mir, aber auch egal. Ich habe genügend Beweise hier bei Facebook gesammelt. Das, was ich jetzt gesehen habe, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Auf eine Art finde ich es gut, dass auch ich eine öffentliche Person genutzt werde, wie Till Schweiger, Frank Zander und Dieter Hallervorden oder was weiß ich, wen auch immer. Die werden ja auch benutzt und auf den Weg gebracht. Ich meine, Till Schweiger hat auch vieles durchmachen müssen in seinem Leben. Er hat auch verdammt viele Flops auf den Weg gebracht. Und diese Flops, wie gesagt, haben ja auch Spuren hinterlassen. Jetzt hat er, wie gesagt, wieder einen Film gemacht. Diverse andere haben Filme gemacht. Nur sehen kann man sie halt noch nicht. Keine Ahnung, wo er sie verbreiten wird, ob man die vielleicht wieder irgendwo bei Arte sehen kann, das weiß ich nicht, wird sich herausstellen. Und ja, was soll man dazu sagen, ne? Wenn ich Glück habe, sehe ich ihn, verstehe den Film vielleicht auch. Ich habe natürlich nicht das Vermögen, was Till Schweiger und alle anderen, die Filme machen. Ich bin ein einfacher, normaler Filmemacher, seit Kindesbeinen auf. Ich sah darin nicht meinen Berufszweig, ich sah darin nicht Geld verdienen, ich sah darin Spaß. Und das hier ist Spaß. Ja, dass ich jetzt ernst gesprochen habe, liegt daran, dass ich meinen Spaß hier nutze, aber auch etwas Ernstes auf den Weg zu bringen. So, und ich stelle fest, dass ich heute wohl viel Zeit hätte, um Videoclip zu machen, aber ihr seid ja nicht folgebereit, ihr seid ja auch nicht unterstützungsbereit. Keiner von euch möchte unterstützen, keiner möchte helfen, keiner möchte eine Symbiose eingehen im Filmstudio, im Filmclub. Dieses Filmstudio hat nämlich auch einen Filmclub. Und ja, wie gesagt, viele Schauspieler, junge Schauspieler oder ältere Schauspieler, die kein Mensch kennt, sind natürlich nicht gewillt, dass man in irgendeinem Fahrwasser dümpelt oder in irgendeinem Fahrwasser unterwegs ist, weil sie natürlich Angst haben, gar nichts mehr. Dabei kennt keiner diese Schauspieler. Keiner kennt die, aber egal. Ich habe vielen geholfen als Abschluss. Ich helfe wohl nicht mehr, weil ich jetzt selber mal nach Hilfe schreien werde. Ich werde ab heute um Hilfe bitten. Wenn mir die Hilfe dann gewährt, muss ich dann natürlich auch bezahlen, das ist klar. Aber ich möchte wirklich tatsächlich Hilfe von, das werde ich denen auch sagen, und wenn sie mir helfen,
würde ich mich freuen. Das wird natürlich schriftlich niedergelegt und auf den Weg gebracht und das muss einen gewissen Rahmen haben. So, ich habe sehr, sehr, sehr vielen geholfen und diese Hilfe habe ich 100% gewährt, 100% auf den Weg gebracht, 100% gestaltet und bin also nie böse, werde auch nie böse. Ich bin nur halt traurig und diese Traurigkeit lasse ich jetzt hier mal freien Lauf, weil ich sehr, sehr traurig bin über diese Art von Menschheit, wie sie sich gibt, wie sie unterwegs ist, wie die Jugend ist, nicht alle, nicht alle. Aber es ist halt so, wenn man natürlich einen Beruf hat und eine Firma hat, die an sich Hilfe bietet, ist klar, dass Hilfesuchende kommen. Und die Hilfesuchenden kommen, kann man natürlich nicht immer helfen, das geht gar nicht, weil die dann in so einer Pressur sind, das überschwemmt uns sozusagen, dass wir nur sehen können, jemanden zu finden, der diese Person, diesen Kreis dann hilft. So, wie gesagt, ich hatte die Querdenkende, die Freiheitsboten hier, ich hatte viele, die das gegründet und das jetzt sein lassen. Ich hatte viele normale, einfache Künstler und Künstlerinnen, die da, wie gesagt, auch sich zurückgezogen und auch Angst bekommen. Ich habe viele, die sich bis zu 3-mal haben impfen lassen und denen geht es immer noch gut, was ich gut finde, dass es denen gut geht. Deswegen dieses ganze Querulanten, Rumgesülze und Aufklärung und Transparente und Demos, sehe ich keinen Sinn drin. Da sehe ich keinen Sinn drin, das sage ich öffentlich. Man müsste in sich gehen, bereit sein, sich das anzuschauen, bereit sein, sich Informationen zu holen, bereit zu sein, so eine Art Studium des Geschehens, dieses Studium des Geschehens wirklich tatsächlich abhandeln, es auch wirklich ausloten und dieses dann auch wirklich tatsächlich auf den Weg bringen. Macht keiner und deswegen gehe ich mehr zu TikTok, weil es da mehr Spaß macht. Ich muss natürlich gewisse Sachen sperren, weil auf dem Ast sitze ich nicht, brauche ich nicht. So, als Einzelperson, an sich ist jeder eine Einzelperson, viele von euch brauchen halt mehr Personen um sich herum, viele von euch müssen unbedingt eine Galionsfigur werden, sie müssen tatsächlich im Rampenlicht stehen und wehe, das klappt nicht, dann werden sie widerlich, sie werden böse und fangen dann an, merkwürdig zu werden. So, jetzt schließe ich, weil das wird mir hier zu lang, zum ersten Mal werde ich nämlich nicht unterbrochen, das ist also auch mal was Neues. Ich werde ja sonst nur unterbrochen, piep, piep hier, piep, piep da, Belästigung dort, ist halt so. Und jetzt zum ersten Mal konnte ich ein Statement von mir geben. Kann auch daran liegen, dass wir wirklich in Pressur sind, kann daran liegen, dass wir wirklich genervt sind durch Corona. Kann aber auch sein, dass wir jetzt alle in der Stille verharren wegen der Wahl. Und es kann sein, dass ab Montag es lauter oder am lautesten wird, oder? Das große Schweigen kommt. Aber das entscheidet ihr. Jeder Einzelne von euch entscheidet, was am 27.09.2021 auf den Weg geht. Jeder Einzelne von euch.